Hi und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Woche und es geht wieder um das Thema Medizin. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Steuer auf ungesundes Essen. Und es gab bisher diverse Studien und auch Erfahrungswerte darüber, was passiert, wenn man in Ländern eine Steuer auf Zucker einführt oder zuckerhaltige Getränke, wie es zum Beispiel Großbritannien gemacht hat, ich glaube auch Neuseeland und was war das? Peru? Irgendein südamerikanisches Land noch. Und ja, man hat tatsächlich festgestellt, was logisch ist, dass sich die Gesundheit der Person verbessert hat, dass die aufgehört haben, Softdrinks zu trinken, sondern stattdessen hier, ne, Wasser. Das ging in Großbritannien los auf eine Initiative des Fernsehkochs Jamie Oliver. Da habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren oder so ein Video drüber gemacht. Großbritannien hat dann irgendwann diese Softdrinksteuer eingeführt. Aber wir in Deutschland sind leider kein fortschrittliches Land und haben eine Ernährungsministerin, die sich komplett weigert, eine Steuer auf ungesundes Essen einzuführen. Und deswegen haben wir Pflegemangel, Ärztemangel und Organmangel. Aber das ist ja nicht Julia Klöck das Problem, das ist Jens Spahns Problem. Naja, egal. Das ewig leidige Thema, worüber ich mich immer und immer wieder aufregen kann. Naja, egal. Aber ja, vor 3 Jahren hat ja die Weltgesundheitsorganisation dann auch gesagt, hey, Fleisch, also verarbeitetes Fleisch ist krebserregend und rotes Fleisch ist wahrscheinlich krebserregend. Und deswegen hat sich jetzt eine Universität in einem fortschrittlichen Land, nämlich dem Vereinigten Königreich, also England, wobei, sind die echt so fortschrittlich bezüglich Brexit und so weiter? Naja, egal. Oxford, ja, die Universität Oxford, beziehungsweise, wie heißt es? Scheiße, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Nuffield Department of Population Health, also eine Einrichtung, die sich mit der Bevölkerungsgesundheit beschäftigt, hat jetzt eine total komplizierte Rechnung aufgestellt, wie viel Steuern man auf Fleisch erheben müsste, damit wir alle Todesfälle durch Fleisch und alle Gesundheitskosten, die durch Fleisch entstehen, ausmerzen können. Also komplett. Und Mathe ist nicht mein Freund. Ich habe es zwar irgendwie geschafft, im Abitur in Mathe 14 Punkte zu holen, in der mündlichen Prüfung. Aber eigentlich sind ich und Mathe nicht so. Deswegen ist auch Statistik nicht so meins. Also ich muss das jetzt einfach mal glauben, was die Leute hier ausgerechnet haben. Und zwar war die Theorie so, dass man ab 2020 theoretisch eine Steuer auf Fleisch einführen müsste. Und wie hoch diese Steuer dann sein sollte, um diese Todesfälle, das sind jetzt 220.000 und 41 Milliarden Dollar, denke ich, an Kosten, was durch Fleisch verursacht wird. Und die argumentieren halt in der Studie, okay, wir wissen ja jetzt seit 3 Jahren, dass Fleisch sowohl zu krebserregend ist, als auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, als auch zu Schlaganfällen führt, als auch zu Diabetes führt und so weiter und so fort. Und ja, dann haben die ganze Welt ausgerechnet und in unterschiedliche Bereiche geteilt. Und das Lustige ist, oder eigentlich ist es nicht lustig, eigentlich ist es tragisch. In Deutschland ist es genauso katastrophal wie in den USA. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo war das, aus dem Ärzteblatt? Verlinke ich euch auch nochmal unten drunter. Der Deutsche erreicht von allen westlichen europäischen Ländern das geringste Alter. Also der Deutsche stirbt am frühesten, was die logischerweise auch auf unsere sehr fleisch- und fettlastige Ernährung schieben. Also in der UK, in Großbritannien ist es so, dass man auf verarbeitetes Fleisch eine Steuer von 79% schlagen müsste, um die Gesundheitskosten und die Todesfälle einzusparen und auf rotes Fleisch 14% und in den USA, respektive auch in Deutschland, weil wir gleich eingestuft wurden, ich verlinke euch die Studie und alles, was es dazu gibt, müsste man auf verarbeitetes Fleisch 163% Steuern erheben und auf rotes Fleisch 34% Steuern erheben. Ich weiß nicht genau, das würde teuer werden. Also das Problem ist ja, dass
ich habe das auch in dem Video am Freitag bei den Patreons gesagt, die Leute sind nicht gut davon zu beeinflussen, wenn man denen sagt, wenn du so weitermachst, dann hast du in 20 Jahren, weiß ich auch nicht, kein Augenlicht mehr, keine Extremitäten mehr, keine Nieren mehr oder so. Oder dann kriegst du in 20 Jahren einen Schlaganfall. Und wenn du dann den Schlaganfall hast, dann bist du vielleicht halbseitig gelähmt. So, das ist alles zu weit weg. Aufgrund dessen verändern die nichts. Und ich denke, sie verändern eben auch nichts aufgrund von mehr Bildung und Präventions und so weiter, was halt Julia Klöckners Plan ist, weil das Belohnungssystem stärker ist. Das ist unendlich stärker als der rationale Verstand. Der Patient ändert vielleicht dann was, wenn er sonst echt Schmerzen hat oder wirklich echt Angst vorm Sterben hat und so. Oder sofort jetzt auf der Stelle was spürt, was sich da verändert. Aber nicht, wenn er jetzt eine Tablette schlucken kann, die aber trotzdem nicht davor schützt, dass er in 20 Jahren die Folgen kriegt. Denn ja, die Diabetiker sind ja in Behandlung und trotzdem liegen die alle im Krankenhaus und denen fallen die Füße und die Zehen und so weiter ab. Trotzdem! Ja. Wo kam ich jetzt her? Genau, deswegen muss es im Portemonnaie wehtun, denke ich. Richtig doll. Dass wenn du jetzt statt, ich weiß nicht, was kostet denn so Fleisch? Sagen wir bei Aldi, ein Stück Fleisch, was so normalerweise 2 € kostet, kostet stattdessen, ne, hier 163% oder so draufschlagen, 5 €. Das ist ja schon mal eine ganz andere Nummer, oder? Will ich das wirklich? Oder kaufe ich stattdessen vielleicht Hülsenfrüchte? Mit aus denen ich auch ein Burger Patty machen kann, was aber nur dann irgendwie 1 € kostet. Ja, das muss wehtun. Die Leute dürfen es sich nicht mehr leisten können. Es muss wieder das passieren, was eigentlich nach dem Krieg war. Meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter sagt auch, sie kann ohne Fleisch nicht leben und sie denkt, Hülsenfrüchte sind arme Leute essen. Ja, da muss es wieder sein. Es dürfen sich wirklich wieder nur die Superreichen Fleisch leisten können. Und dann auch gleichzeitig, auch Superreiche geben ja nicht Geld wahnsinnig irgendwie aus, sondern denken sich auch, passt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Ist es mir das wert? Und dann sind wir wieder da, wo es den Leuten das wert ist, nämlich, dass sie nur mal Fleisch essen. Mal zu besonderen Ereignissen. An Ostern, an Geburtstag, an Weihnachten oder vielleicht sonntags und dann auch nur ein kleines Stück oder so. Da müssen wir hin. Erst dann haben wir die Chance, dass wir nicht mehr davon sterben. Und ich denke, ohne Fleischsteuer, beziehungsweise auch ohne eine Steuer auf ungesundes Essen geht das nicht. Aber es ist ja nicht Julia Klöckners Problem, ist ja Jens Spahns Problem. Da kann die ja machen, was sie will. Ich beobachte das, oder? In der Zwischenzeit verdiene ich hoffentlich Geld daran, dass Leute doch ihre Gesundheit umbringen wollen. Jo, das war's. Ich verlinke euch, wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel. Nein, also die Originalstudie. Ich verlinke euch aber auch einen Artikel, den CNN darüber geschrieben hat. Den ich gut finde, wo das einfach nochmal leichter erklärt ist, was in der Studie tatsächlich untersucht wurde. Und ich verlinke euch auch nochmal den Artikel aus dem, ich glaube, es war das Ärzteblatt, dass die Deutschen am jüngsten sterben von allen Westeuropäern. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen. Zu Zero Waste. Eure Silke.